In unserem Einfeld3TV-Studio haben wir immer wieder spannende Gäste. Dieses Mal waren es Schülerinnen und Schüler aus Aachen und Prag, die im Rahmen des Erasmus-Plus-Projektes Simu Pratsch, Sing and Move, eine besondere Aufgabenstellung hatten. Also der ursprüngliche Gedanke war, dass die Schüler sich 6 Lieder, Lieblingslieder, Kinderlieder aussuchen, die im Kindergarten viel gesungen werden, dass die dann einstudiert werden, ausgetauscht werden und dass sie in den Kindergarten gehen und das im Kindergarten vorsingen und mit den Schülern was im Kindergarten machen. Die Prager hier in Aachen und die Aachener in Prag. Nun kam Corona 2-mal dazwischen, da ging das nicht und dann haben wir dann Folgendes gemacht, dass wir gesagt haben, wir schreiben zu den Liedern kleine Geschichten und machen da draußen einen kleinen Film. Also sie haben so verschiedene szenische Spiele gemacht, Schattenspiel, Puppenspiel, sodass wir das jetzt aufnehmen und dann kommt das auf die Homepage und dann können die Kindergärten und die Kinder das dann darüber sehen, die kleinen Filme. Den Kontakt für die Film- und Tonaufnahmen bei uns im Studio hatte der gebürtige Kalterherberger Musikpädagoge Gerd Hermanns erstellt. Man kennt ihn auch als Bassisten der Eifler Reggae- und Ska-Band KTK. Ich bin Musiklehrerin in dieser Klasse und habe mit den Schülern diese Lieder geübt. Die haben die sich auch selber ausgesucht und dann auch die Choreo alles selber ausgedacht. Und ich habe es halt mit denen geübt und wir haben ganz viel Spaß miteinander gehabt. Die musikalischen Gäste aus Prag hatten dann noch ein besonderes Lied im Gepäck, das auch hierzulande bestens bekannt ist und vom größten tschechischen Musikidol stammt. Also wenn man das Wort Karel Gott sagt, jeder kennt ihr. Nicht nur in Tschechien. Karel Gott ist sehr beliebt und jeder kennt sein Lied Biene Maja. Einige Tage lang waren die Prager Schülerinnen Gäste in Aachen, um am gemeinsamen Projekt zu arbeiten. Der Gegenbesuch findet in dieser Woche in Prag statt. Musiklehrer Gerd Hermanns ist mit dabei. Ich bin gespannt auf Prag, bin gespannt auf die andere Umgebung. Wir lernen dann natürlich die Prager Schülerinnen und Kollegen einen ganz anderen Blickwinkel kennen in ihrer Stadt. Und auf ihrem, ja, die haben ein Heimspiel und wir sind dann die Gäste. Mal gespannt, was mal rauskommt. Und bestimmt gibt es auch in Prag, wie bei uns im Studio, eine kleine Zugabe der talentierten Prager Sängerin Nikola Korlova.